YouTube. Schnallt euch an, holt euer Ticket, denn wir fahren nach Tokio. Ein neues Chillers Art Game ist rausgekommen und natürlich spielen wir das gemeinsam direkt durch. Chillers Art ist so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, auf den Zug aufgesprungen von Spielen wie Exit 8 oder Projekt 13. Und es wird, glaube ich, so ein bisschen so ein Loop-Game, wo man irgendwie Anomalien finden muss, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es soll wohl so irgendwie ungefähr halbwegs in die Richtung gehen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum und starten durch. Das ganze Spiel natürlich wieder in ein Video für euch da draußen. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, ihr wisst, eure Unterstützung ist super mega wichtig, dann bewerten und kommentieren mit Hashtag Tokio-Zug. Auf geht's! Und da wären wir mal wieder in irgendeinem Zug. Oh, ich sehe jetzt schon die ganzen Backseat-Gamer durchdrehen, die sagen, du hast was übersehen! Du spielst viel zu schnell! Viel zu schnell! Ich meine, wir haben die Spiele bis jetzt alle durchgespielt, aber du spielst trotzdem viel zu schnell! Viel zu schnell! Eine Yoga-Oma. Eine japanische Yoga-Oma. Das macht die ganze Sache besonders. Ich weiß ja nicht mal, was für ein Spiel es ist. Also ganz ruhig. Hm. Die Toiletten. Was für ein angenehmer, moderner, sauberer Zug. Gar nicht zu vergleichen mit Deutschland. Okay, er zoomt hier hin auf die 7. Drehe um, wenn es eine Anomalie gibt. Ach, es geht wirklich um Anomalien. Das heißt also, wenn es eine Anomalie gibt, dann laufe ich einfach zurück. Okay. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Bist du eine Anomalie? Entschuldigen Sie. Die sieht relativ normal und gesund aus. Die Frage halt ist, wie versteckt sind die Anomalien? Und beim letzten Spiel, in dem Museum mit den ausgestopften Viechern, fand ich sehr, sehr interessant, wie viele Leute geschrieben haben, ah, da hast du eine Anomalie übersehen. Und am Ende habe ich ja alle Anomalien des Spiels gezeigt und die angebliche Anomalie, die ich übersehen habe, die hat gar nicht existiert. Die war gar nicht im Spiel. Die Leute sind beim Zusehen schon so paranoid, ne? Die sind schon so fertig mit der Welt, dass die wirklich in allem, in absolut allem eine Anomalie sehen. Da, die Oma, die hat doch ein merkwürdiges Ohr. Das ist doch ein echt merkwürdiges Ohr. Das ist eine Anomalie. Das ist 100% eine Anomalie. Das ist ein echt merkwürdiger Mund. Es hat ja gar keine Zähne. Anomalie. Klassische Anomalie. 7 steht hier. Tja, mein Japanisch ist leider ein wenig eingerostet, deswegen... Schwer zu sagen, was hier so steht, ob sich irgendwie auch Texte verändern. Wenn ich eine Anomalie sehe, dann soll ich umdrehen. Konnichiwa. Oh, oh Gott, Junge! Mein Gott! Hallo. Nani shiteru no? Ich suche Anomalien. Gemeinsam mit YouTube. Und die sind total paranoid, die Leute da draußen. Wir durchbrechen gemeinsam die vierte Wand. So ein Kram eben. Was machst du hier? Mata atta ne. Sind wir uns schon wieder begegnet? Ich kann mich nicht an dich erinnern, kleiner Mann. Oni-san mo game wo shi ni kita no? Ob ich auch das Spiel spiele? Moment, wir durchbrechen gerade wirklich die vierte Wand. Interessant. Boku mecha tanoshimi. One-chan ga okinai kara hima nan da. Okay, deine Schwester ist weggenickt. Anomalie. Ikura matte mo. Egal, wie lange ich warte. Sukkoku matte mo okinai da mo. Sie wacht einfach nicht auf. Demo oni-san ga game shite kureru kara. Mo daijoubu. Aber da du jetzt mit mir spielst, bin ich wieder gut drauf. Okay, Junge, du bist offiziell verdammt unheimlich. Game no ruru wa shitteru? Nö, ich hab keine Ahnung. Ruru wa tottemo kantan da yo. Die Regeln sind ganz einfach. Kawatta koto ga attara modoru. Kantan de sho? Wenn dir irgendwas Ungewöhnliches auffällt, dann geh einfach zurück. Game wo oraseru hoho?
wie man das Spiel beendet, ja, das wäre vielleicht ganz gut. Okay, soll Waggon 0 erreichen und dort die Bremse im Führerraum betätigen. Der Führer! Okay, bei den Toiletten gibt es keine Anomalien. Das bedeutet, nur hier drin sind die Anomalien. Alles klar? Jo! Super! Dann sehen wir uns später, ja. Ich habe richtig Bock drauf. Dieses Anomalie-Ding, ne? Woher kommt dieser Hype? Ja, Exit 8, klar. Habe ich immer noch nicht gespielt. Muss ich vielleicht irgendwann mal spielen. Aber trotzdem, dass das so beliebt ist, dass jetzt sogar Chillers Art sagt, ich brauche Anomalien. Dringend, sofort, jetzt. Okay, die Paranoia wird so reinkicken. Keine Anomalie in diesem Bereich. Also bist du keine Anomalie, obwohl dein Ohr echt merkwürdig ist. Du bist auch keine Anomalie. Also die Anomalien sind dann nur hier. Da ist eine Katze, die macht Werbung für Telefonanbieter. Wie gesagt, ich kann kein Japanisch. Und das ist eine Werbung für Versicherungen. Flutschäden, Brandschäden, Unwetterschäden. Wenn der Junge jetzt nicht da ist, ist es dann nicht auch eine Anomalie? Moment mal, das ist doch eine Anomalie. Das sind Augen, die mich anglotzen. Nur auf der Seite hier. Ist der Junge noch da? Der Junge ist weg. Miss? Hallo? Entschuldigung. Ma'am? Ich kann mich nicht bücken. Gut, ich habe eine Anomalie gefunden. Glubschaugen. Definitiv Anomalie. Ich gehe jetzt zurück. Ich bin hier anscheinend in Abteil Nummer 7. Ist das korrekt? Jetzt laufe ich hier zurück und dann bin ich in Abteil Nummer 6. Haha! Aber dann, wenn ich jetzt hier Kacke baue, bin ich wieder in 7 wahrscheinlich, ne? Klassisches Anomalie-Game. Kätzchen. Versicherungswerbung. Wen haben wir denn hier? Anomalie. Absolut Anomalie. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich meine, hat sie einen Schnurrbart? Gott, ist die unheimlich und sie ist verdammt groß. Ich meine, wir sind hier in Japan. Ich will den Japanern jetzt nicht auf die Füße treten, aber Japaner sind nicht unbedingt bekannt für eine hohe Körpergröße. Und guck mal, die ist einen Kopf größer als ich. Gott, ist das eine Anomalie oder... Ich meine, ist an ihr irgendwas ungewöhnlich? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen... Wir werden es rausfinden. Wir merken es uns beim nächsten Mal. Und... Es war eine Anomalie, die Putzfrau? Ja gut, die abnormale Größe. Okay, ich hab's verstanden. Es war diese abnormale Größe. Okay, hier stimmt alles. Ich bin ja auch nicht allwissend. Ja, ich muss ja auch erstmal so ein bisschen alles lernen. Ach, guck mal. Das ist eine Anomalie. Ach, da ist ein Foto von ihr. Ich verstehe, es gibt immer nur eine Anomalie. Wir fahren gerade durch den Tunnel. Okay. Okay, kann ich hier ertrinken? Kann ich draufgehen? Kann ich sterben? Das wäre ja cool. Oh, das wäre echt krass, ne? Wow. Okay.
Wie krass ist das denn? Ey, das ist ja cool. Ich bin gestorben. Ich bin ertrunken. Ich wollte es rausfinden. Ich finde ja das Spannendste am Spiel ist es doch, die Anomalien zu entdecken. Das ist doch eigentlich das Spannendste und das Witzigste. Nein, das ist alles ernst. Redet wieder ganz viel Unsinn, der Mann, und hat Spaß. Das kann ich nicht zulassen. Ach, guck mal, wenn ich keine Anomalie finde und geradeaus geht, dann zählt das auch. Na, wieder was gelernt. Ich frag mich, wie viele Anomalien gibt es hier drin? Aber ich finde die Spiele geil. Ich mach das gerne. Das ist schon witzig. Die zugedröhnte Schwester hängt immer noch hier drüben rum. Dr. Internet. Hat immer einen guten Tipp. Free Wi-Fi. Okay, ich würde sagen, hier ist keine. Wenn jetzt eine ist, wissen wir, okay. Das Spiel wird knackig. Okay. Der müde Geschäftsmann hängt in der Ecke. Gedröhntes Mädchen. Nach Tokio. Was war das jetzt? Anomalie! Keine Anomalie in diesem Bereich. War hier eine Anomalie? Ich bin in der 4 schon. So schnell. Like a pro, baby. Fällt hier nichts auf. Aber ich wette, hier gibt es noch ein bisschen mehr Story als in den anderen Anomalie-Spielen. Oh, nach Tokio. Das wäre doch zu leicht, wenn wir jetzt hier so gut durchkommen. Okay, hier war eine Anomalie. Hier war eine Anomalie. Er schläft nicht. Ist es eine Anomalie? Ich lauf nochmal durch. Aber er ist anders. Ist auf jeden Fall anders. War da ein Geräusch? Er ist anders, ne? Ich sage Anomalie. Zählt als Anomalie? Wie ist er denn jetzt? Ja, jetzt schläft er wieder. Okay, wow, das sind auch die Augen. Anomalie. Das sind auch kleinste Details anscheinend, die sich verändern. Ich glaube, ich habe viel zu offensichtliche Dinge erwartet. Wie eben das mit der Putzfrau, mit den Augen. Na, das waren jetzt immer so offensichtliche Anomalien, die wir hatten. Aber es könnten vielleicht auch die kleinsten, feinsten Details sein. Wo
Moment mal, das ist eine Anomalie. Die war doch eben gerade offen. Ihr habt es auch gesehen, die Tür war definitiv eben gerade kurz offen. Also wenn das keine Anomalie ist, aber sie geht nicht mehr auf. Sie geht nicht mehr auf. Ha, jetzt bin ich echt verunsichert. Hat der Mann eine Anomalie gesehen oder nicht? Ja, eben gerade ging sie wieder auf. Okay, das ist 100% eine Anomalie. Und was nervt hier? Irgendwas nervt hier. So, abgestellt. Ey, ab und zu öffnet sich bei mir irgendwie im Hintergrund Discord. Tut mir leid. Das war auf jeden Fall eine Anomalie. Okay, es gibt ganz fiese kleine Drecksanomalien. Wir sind in der 4 angekommen. Nach Tokio. Jetzt bin ich vorsichtig. Okay, die Paranoia hat mich erwischt. Ihr habt mich. Ich bin paranoid. Traue jetzt niemanden mehr. Okay, das mit der Tür ist... Demo, du... Was? Ich habe eben richtig Schiss bekommen, Alter. Okay. Okay, ich glaube, das ist eine Anomalie. Ich habe eben richtig, richtig Schiss bekommen, als sie da angerannt kam. Die attraktive junge Dame, die die Limo-Dose weggeräumt hat. Fällt jetzt nichts Ungewöhnliches auf, so auf den ersten Blick, ne? Schwester ist immer noch zugedröhnt. Die ist immer noch richtig straff, die Schwester hier drüben. Nach Tokio, Punkt. Dr. Schwengel. Die Putzfrau. Schwierig. Der Koffer hier ist bestimmt auch irgendwann mal irgendwas. Sie auch. Definitiv wird es auch irgendwas mit ihr hier geben. Er ist hier wieder am Wegdösen. Der Boden ist normal. Die Decke ist normal. Ich wette, jetzt bekomme ich gerade sehr viele Kommentare mit: Hast du es nicht gesehen? Hier drüben. Der eine Sitz, das Muster ist ein wenig anders als bei dem hier. Ich sehe keinen Unterschied. Doch, doch, musst du genauer hingucken. Analysier mal und zähl mal alle Striche. Dann wirst du merken, hier ist ein Strich weniger als hier. Habe ich erkannt beim Vorbeigehen, weil ich habe super Talent. Okay, 2. Ja, gruselig sind die Spiele nicht. Sorry für den Cut. Gerade kam jemand rein und wollte wissen, was ich hier unten treibe. Ich habe gesagt, ich suche Anomalien. Danach ist die Person rückwärts wieder aus dem Raum gegangen und hat gesagt, ja. Leb wohl. Was wollte ich denn sagen? Irgendwas mit, die Spiele finde ich nicht sonderlich gruselig, aber sie sind eben unterhaltsam und ganz witzig. So, aber jetzt Konzentration. Wir sind in der 2. Nach Tokio, Punkt. Okay, okay, okay. Hat sie sich schon immer so gedreht? Sitzt sie ein bisschen anders? Jetzt bin ich auch ein bisschen am struggeln. War das schon immer so bei ihr? Die saß doch ruhiger, oder? Wenn ich jetzt durchgehe und wir haben es verkackt, dann könnte es das hier gewesen sein. Entweder steht sie unter dem Einfluss eines bösen Geistes oder Drogen. Ich gehe noch einmal durch. Einmal einen kleinen Kontrollgang. Decke sieht gut aus, Boden sieht gut aus.
Zahlen hier drüben sehen gut aus. Er sieht gut aus. Die Plakate sehen gut aus. Okay, ich würde sagen, es war nichts, aber wenn wir jetzt resettet sind. Nee. Snacks, hier sind überall Snacks. Dashy Snacks. Good Ghoul. Das ist eine Anomalie, denke ich mal. Sind das alles wieder irgendwelche YouTuber, die verwendet wurden? Boah, da hat sich jemand aber richtig gemütlich gemacht, ne? Das ist schon fast unverschämt. Du kannst dir auch wirklich jeden Snack hier angucken. Gibt es auch einen Keystraw-Snack? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin einfach nicht berühmt genug. Leider. Ich hatte eben ganz kurz, die Schwester wäre weg. Ja gut, das ist eine Anomalie. Das ist definitiv eine Anomalie. Ja. Dann hätten wir es ja schon durch. Sind wir so verflucht gut? Okay, wo lande ich jetzt? Abteil 0. Wir fahren immer noch nach Tokio. Er döst. Keine Glubschaugen, nehme ich an, starren. Ist das eine Anomalie? Sagen ja. Wir fahren halt durch den Tunnel. Kommen wir jetzt in ein neues Abteil? Doctor's Room hat gesagt, ich soll die Bremse betätigen. Oh! Was zur Hölle? Unfall mit Personenschaden. Attention, please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. Wie kann das denen denn so scheißegal sein? Ich meine, die sind immer noch am Pennen, am Dösen, die chillen ja immer noch rum und sagen sich, ja, juckt mich einen feuchten Dreck. Ist es halt eben nun mal so. Moment, ich habe jetzt die Blue Stage? Ha. Der war kacken. Die ganze Zeit, oder was? Du warst die ganze Zeit kacken, hast du nicht gesehen, wie ich die Anomalien so alle gefunden habe und den ganzen Kram? Jetzt sag nicht, du hast nicht hingeguckt, Junge. Oni-san, sugoi ne. Ja, ich weiß. Ich
Ja, ich bin super. Seikoushitanda ne? Was hast du denn erwartet? Klar hab ich's geschafft. Kyorokyoro shite doushita no? Was soll ich denn suchen? Moshikashite koko ga unten-shitsu ni natteru tte omotta? Ja, das... Also davon bin ich ausgegangen, ja? Ja, ich dachte eigentlich, jetzt bin ich beim Führerräumchen und betätige die Bremse. Soga wa yoshite yo! Nein, ich mein's ernst. Shinkansen ni wa green-sha ga arun da yo. Die Green Cars? Das sind die erste Klasse? Oni-san nara shitteru yo ne? War mir nicht klar, nein. Ich bin zum ersten Mal hier in dem Zug, Junge. Ja, ne. Unten-shitsu wa doko de sho? Ob ich wissen will, wie man zum Führerraum kommt? Sore wa ne. Green-sha no mukou da yo. Boku ga 05-sha no tsugi tte itta tte? Vorhin habe ich hinter Wagon Zero gesagt. 05-sha tte iu no wa Green-sha no 05-sha no koto da yo. Du meinst also Wagen 0 bei den Green Cars, du hast mich also verarscht. Maa, tashikani, boku no setsumei ga hetakuso datta kamo ne. Du hast mich reingelegt. Du hast mich einfach eiskalt reingelegt, kleiner Mann. Red mir nicht drum herum. Sore wa sou to. Ii? Kondo wa sakki to hantai. Kawatta koto ga atta ra susunde. Du sollst eine Anomalie bemerken, dann geh weiter. Nakatta ra modoru nda yo. Wenn alles normal ist, dann geh wieder zurück. 3 mal machigaeru to obake ga kuru kara kiyotsukete ne. Wenn ich 3 Fehler mache, kommt der Geist mich holen und dann? Boku wa oni-san wo ouen shiteru yo. Ich drück dir die Daumen. Ne. Oni-san. Also, weißt du, ich frag mich, wieso wir hier sind. Naja, für die YouTube-Klicks und für die Kommentare, Hashtag kleiner Junge. Sollte man oft Hashtag kleiner Junge in seinen Kommentaren haben, fällt das vielleicht merkwürdig auf. Hallo YouTube-Mitarbeiter, bitte, ne? Kontext. Findest du das nicht auch voll seltsam? Bisschen? Ja, kini shinaide. Egal, schon. Toriaizu, game wo owarase yo. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, das Spiel zu schaffen. Ja, mata ne. Wir sehen uns. Ja, dann mal viel Spaß und ey, Hände waschen, ne? Nach dem Bollern immer Hände waschen, kleiner Mann. Okay, also, was hat er gesagt? Geradeaus gehen jetzt, ne? Wenn ich eine Anomalie habe. Die erste Klasse ist ja super sexy. Da kann sich die Deutsche Bahn aber auch wirklich mal, ne? Also, da können wir nicht mithalten. Tokyo First Class ist einfach nur hot. Wow. Gnadenlos. Die schiebt einfach durch. Hey, warten Sie mal, ich hätte gern so ein Schinkending. Was ist das hier für eine Kugel? Ich würde gern ein Schinkending. Wo geht die hin? Ist doch ein Roboter. Anomalie! Anomalie. Anomalie. Die Frau tut so, als würde sie tippen, aber da gibt's gar nichts zu tippen. Aber das ist eine Anomalie, oder? Das ist eine Anomalie. Kann mir doch keiner erzählen, dass es... dass es keine ist. Ha. Huh. Ich sag Anomalie. Hier gibt's keine Anomalien, also ist der hier cool. Was? Die ist keine Anomalie? Die Frau mit dem... mit dem Laserauge ist... Okay, jetzt hat sie 2 Köpfe. Jetzt ist es aber echt eine Anomalie. Ich meine, die war davor schon eine Anomalie, aber jetzt ist sie eine super Anomalie. Das, oder ist das Zirkusvolk und ich bin gerade wieder ein Arsch, der irgendwas falsch deutet? Mehr Anomalie geht ja wohl nicht als das da. Das ist eine Anomalie. Das ist 100% eine Anomalie. Wenn der Geist mich holt, bin ich dann komplett tot und fange wieder wirklich komplett bei Null an? Die Oma ist weg. Oder war das ein Opa? Okay, 6. Gut. Sie tippt hier vor sich hin.
kontrolliert ihre Snacks. Das ist ein Roboter. Ist doch kein normales Verhalten. Ist das eine Sie oder ist das ein Er? Ich glaube, es ist ein Er. Aha. Er versucht, seinen Koffer zu krapschen. Wenn jetzt hier keine Anomalie ist, muss ich zurück. Ich wüsste jetzt nicht, was hier eine Anomalie wäre. Das ist anscheinend der ganz normale Style in Tokio, so rumzulaufen. Geh zurück. Fünf. Katschingelingeling. Noch zwei Fehler. Und ich bin eh erledigt, ne? Immer noch ein Roboter, die Alte. Immer noch ein Cyborg, der Typ. Er macht immer noch denselben Move, ne? Keine Anomalie heißt zurückgehen. Wenn hier eine Anomalie wäre, wäre sie verdammt gut versteckt. Die Schuhe sind zu klein. Boah, das sind so richtige Zehen für Krüppler, ne? Ich sag, hier ist nichts. Kacke! Was war denn hier? Hast du es nicht gesehen, Kies? Nein, hab ich nicht. Boah, noch ein Fehler und ich bin tot. Waren es die Schuhe? Nee, die hat immer so Schuhe an. Stopp! Oh mein Gott! Anomalie! Ichi. Ist das Ding da oben schneller? Oder werde ich jetzt schon wieder paranoid? Sie hat die ganze Zeit gelächelt, oder? Sie hat auch die ganze Zeit gelächelt. Hat der die ganze Zeit so gelächelt? Die hat noch nicht die ganze Zeit so abgespaced gelächelt. Das Lächeln ist doch... Dreh ich durch? Haben die so hardcore reingelächelt? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot.
Anomalie heißt geradeaus, ne? Ist das eine... Ist das, ich weiß es nicht. Ich meine, die haben weniger gelächelt. Ich meine, die haben weniger... Kommt der Geist? Die haben weniger gelächelt, ha? Ja, Mann, ja. Okay, das hätten wir. Stopp! Okay, einmal so durchlaufen, nicht normale Beine. Okay, das Lächeln ist natürlich ein fieses kleines Detail. Sie tippt vor sich hin, obwohl es gar keinen Sinn ergibt. Ich sag keine Anomalie. Kommt der Geist und frisst mich jetzt? Vier. Tippt rum. Sie kullert durch die Gegend. Sie hat normale Beine. Nach Tokio Punkt. Reserviert. Wenn hier eine Anomalie wäre, wo wäre sie dann? Der Koffer sieht normal aus. Er krapscht danach. Die Sitze sind normal. Sieht eigentlich alles relativ normal aus, ne? Halt Anomalien gebe in dem Bereich, dann huh. Bitte Geist, friss mich nicht. Okay. Mich dünkt. Ach, guck mal, wie süß. Ich denke, das ist eine Anomalie. Birke wurde zur Borke. Okay, bei Anomalie geradeaus. Das ist Anomalie, Baby. Die zwei. Das ist eine Anomalie. Denn die Lady mit ihrem Bollerwagen fehlt. Mit diesen abgepackten Sandwiches, die ich liebe. Ich liebe diese Sandwiches. Ich verstehe nicht warum. Es ist doch nur Toastbrot mit irgendeinem Schinkendreck, ein bisschen Mayonnaise und vielleicht noch eine Scheibe Käse dazwischen oder sowas. Aber aus irgendeinem Grund schmeckt es so viel besser als das, was ich zu Hause machen kann. Ich weiß nicht warum. Irgendwelche Konservierungsmittel, die da rein sprayen, weil so ein belegtes Brot wäre eigentlich, du machst ja so ein belegtes Brot, packst es in eine Pausentüte rein und du musst das auch dann essen. Morgen ist das Ding schlonzig-ranzig und das Brot wird so, ja, so hart. Weißt du, außenrum ist das Brot hart und ekelhaft und innen drin ist es totaler widerlicher Matsch. Und vielleicht kippt ja auch noch die Mayo und die Wurst und was weiß ich, was da alles eben bei dir drauf kommt. Aber diese Dinger sind für immer fresh. Die kannst du kannst sie immer essen. Du kannst sie 8 Tage später holst es raus. Frisst es einfach. Bist du der Geist? Oh, wow. Das war ein mieser, mieser Turnaround. Ah!
Was? Was? Ach komm schon, der hat mich gekillt? Konnte ich ja nicht wissen. Puh, Alter. Ich hab mich auch richtig erschrocken. Okay, hat wieder so ein Klonkumpel. Geradeaus durch. Ich erzähle hier was über Sandwiches und der alte Mann. Geht's los. War ganz merkwürdig eben das Feeling. Ich will mal eine Anomalie mit der Tante am Laptop. Ja gut, ich bin ja jetzt gestorben. Ich würde sagen, hier ist keine Anomalie. Hier ist das Licht immer aus, ne? Im Mittelteil, wo der Tod rumsitzt und chillt. Gut, ich sag keine. Da war eine? Das war die Anomalie. Ich bin einmal gestorben. Das war die Anomalie eben. Aber ich glaube nicht, dass er hier der Geist ist. Die Snacks sehen gut aus. Mann, ich war so weit. Hätte ich mir nicht den Typen angeguckt, hätte ich es überlebt. Ich sag, es ist keine. Alright, das war richtig. Okay, ich glaube, die grinsen wieder alle wie Psychos. Ja, das ist die... Wir grinsen wie Psychos-Anomalie. Das heißt also, geradeaus, Anomalie. Was ist mit der alten Mann da auf sich? Ichi. Ichi. Bis jetzt habe ich mit ihr noch keine Anomalie. Mit ihr ja auch nicht. Ihm hatten wir schon eine. Der Mann, der seinen Koffer einfach nicht erreichen kann. Die Ansage da oben steht, reserviert. Ich würde sagen, es ist keine Anomalie hier. Decke, Boden. Sie tippt. Also wenn da eine ist, dann ist sie halt wirklich ultra hardcore versteckelt. Springen oder so kann ich nicht. Okay, es war keine hier. Wir sind bei 4.
tippt vor sich hin. What? Da ist ein Unsichtbarer. Da ist ein unsichtbarer Mann. Der mich anstarrt. Wie creepy ist das denn? Wie creepy ist das denn? Und noch eine Anomalie. Alles wurde Busch. Hier war der Unsichtbare, ne? Jetzt ist er ein Bäumchen. So, nicht vergessen, wenn jetzt wieder der Boogeyman am Start ist, dann rennen wir schreiend panisch durch. Zwei. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist eine Anomalie. Oh Gott! Oh Gott, was ist das denn für ein Spiel? Okay, ist bis jetzt das beste Anomalie-Spiel. Hallo? Eins. Okay, das war eine sehr, sehr geile Anomalie. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Bitte lass es mich jetzt nicht versauen. Das war die beste Anomalie sogar. Grünes Licht, rotes Licht. Bitte lass es mich jetzt nicht versauen. Er hatte immer hier so eine Platte, ne? Ich sehe keinen Fehler. Der Koffer sieht gut aus, die Beine sehen gut aus. Ich glaube, hier ist nichts. Aber ich... Mann, ich weiß es auch nicht genau. Kein unsichtbarer Mann. Sie tippt vor sich hin. Ist auch nirgendwo Blut auf dem Sitz oder sowas in die Richtung. Ich find's geil, dass die Anomalien auch nicht so plump sind, ne? Sind schon alle sehr raffiniert bis jetzt gewesen. Ich würde sagen, hier ist nichts. Die Zahlenreihenfolge sieht gut aus. Ich würde sagen, hier ist nichts. Decke, das Licht hat sich auch nicht verändert. Eins, zwei, drei. Ja, die Zahlenreihenfolge stimmt. Die stimmt. Alright, ich sag hier ist nichts. Bitte. Please. Null. Kann ich hier jetzt noch was sein? Oder darf ich einfach durch? Oh, okay. Oh, bitte nehmen Sie Ihren reservierten Platz ein. Ihre Sitznummer lautet 9.
Okay, 9. Ach du. Darf ich gehen? Okay. Der war auch ziemlich unheimlich. Bams! Geil, Mann. In Null drücken die dir wirklich nochmal eine Anomalie rein. Aber jetzt muss ich ja durchlaufen, ne? Geil. Extrem geil. Moment, der Bereich hier hat sich verändert. Kann ich nochmal hier meine Mutti anrufen, bevor ich ein Zugunglück auslöse? Plötzlich Stille. Ich bin ausgestiegen, war das clever? Ending 1. Okay, kann ich noch mal laden? Get off the train. Fortfahren. Wir probieren's. Ah, okay. Ja, das ist echt fair, dass sie das mittlerweile eingebaut haben. Ich find's immer so ätzend, wenn du dann wirklich nochmal das ganze Spiel durchspielen musst für ein Ende. Finde ich immer unglaublich unangenehm. Weil das war jetzt ein relativ unspektakuläres Ende. Aber ich finde jetzt schon das beste Spiel, was Anomalien angeht. Wo ist der kleine Junge? Was ist mit der Schwester? So viele Fragen. Was ist mit dem alten Mann? Warum stand der ab und zu da und dann wieder nicht? Und was ist mit dem Seifenspender hier drüben? Hier kannst du nichts drücken. Muss ich jetzt 7-mal hier durchlaufen? Was ja 7 Waggons irgendwie sind. Was steht hier? Dreh um, wenn es keine Anomalie gibt. Eins. Okay, ich kann wirklich jetzt quasi durch den gesamten Zug nochmal durchlaufen. Ist ja interessant. Huh. Ja, also hat mir sehr gut gefallen. Ich mag, wie gesagt, diese Spiele. Und das hier war cool. Was meint ihr? Mögt ihr sowas? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr überhaupt noch zuschaut. Vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen. Findet ihr sowas gut oder sagt ihr, nee, Alter, nee, geht gar nicht. Geht absolut nicht, so Spiele. Letzter Rotz. Wo bin ich jetzt bei 4? Also am coolsten fand ich dieses Minispiel. Das mit dem Wasser war aber auch ziemlich cool. Was war eure? Ich kann ja mal gucken, ob ich danach vielleicht noch ein Video finde, wo alle Anomalien drin sind. Wenn es da was geben sollte, schauen wir es uns an. Wenn nicht, dann leider nicht, weil das Spiel ist auch sehr, sehr aktuell. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas auch gar nicht gibt zu dem Zeitpunkt, wo ich es spiele. Es kam ja erst heute oder gestern raus, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr aktuell. Das Internet ist schnell, aber ob es so schnell ist, I don't know. Ich will halt ein paar Antworten. Die Schwester. Naruhodo. So ist das also. Diese Züge sind nicht stoppen, sondern sie sind in einem Loop.
Der Zug ist also immer weiter gefahren, wir waren in einer Schleife gefangen. Aber du konntest den Zug anhalten, weil du geil bist. Und so die Schleife beenden. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, in diesen Zug gestiegen zu sein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe deinen kleinen Bruder gesehen. Mein kleiner Bruder? Das war bestimmt Naoki. Ich muss bei ihm gewesen sein, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Hat er gesagt, warum wir hier sind? Suchen wir nach ihm, dann kannst du ihn fragen. ここに来る途中にナオキはいましたか? Ich habe deinen Bruder nicht gesehen, nur einen älteren Mann. そうなんですね。なら列車に乗っている乗客をみんな連れて行きましょう。 Verstehe, wir sollten alle Fahrgäste retten. ナオキは普通車側にいるはずですね。 Naoki müsste eigentlich bei den normalen Waggons sein. ここから出ましょう。 Lass uns ihn suchen und hier verschwinden. でもちょっと待ってください。 よく考えたら、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。 Wenn ich so darüber nachdenke, es könnte wieder passieren, dass jemand in diese Situation kommt. Das würde ich echt schrecklich finden. Sollten wir nicht etwas unternehmen? Eine Schleife. Das habe ich doch schon mal in einem Anime oder so gesehen. Ich weiß es wieder. In der Serie haben sie die Schleife unterbrochen, indem zwei Leute schnell in entgegengesetzte Richtung gelaufen sind. Wollen wir es damit versuchen? Aber der Zug steckt ja gerade nicht mehr in einer Schleife fest. Als du die Bremse betätigt hast, hat die Schleife aufgehört. Oh, ich weiß was. Warum lassen wir den Zug nicht gleichzeitig losfahren? An beiden Enden. Ich würde zur Seite mit den normalen Waggons gehen. Könntest du dann in die Richtung der Green Cars gehen? Schon irgendwie. 弟は多分普通車側にいると思うんです。Mein Bruder ist wahrscheinlich auf der Seite der normalen Waggons. 弟を任せることになってしまうんですけど。 Kann ich dir anvertrauen? 列車を止めることができたんですもんね。 Wobei, du hast es geschafft, den Zug anzuhalten. Also gut. では私の弟。ナオキ、一緒に頑張りましょう。 急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。 Bevor der Zug wieder weiterfährt. Ja, dann los. Rennst du los? Die hat mich auch verarscht, oder? Die bleibt stehen. Okay, hier geht gar kein Klo auf. Ich glaube, die hat mich verarscht, damit ich für immer in der Schleife gefangen bleibe. Ich hab den alten Mann ja ehrlich gesagt auch nicht mehr gesehen. Aber der alte Mann weiß was. Was hast du gesehen, alter Mann? Was hast du gesehen? Godzilla. What? Hier ist Blut. Why the heck ist hier drüben Blut? Sollte ich nicht irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Keine Ahnung, was da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah!
Was? Irgendwas Unsichtbares jagt mich. Oh mein Gott! Ah, Gott, ich hätte nicht... Warum habe ich das getan? Ich hätte nicht gucken dürfen. Naruhodo. Konoresha, demo, konoreloopmo... Gut, ja, ja, ja. Sore wa tabu Naoki desu. Kitto kiyoku na... So desu ka. Koko ni kuru to... Naoki wa futsuusha gawa ni ira... Ya, koko... Ah, yoku kangae tara... Zugi ni... Sonna koto ni na... Kono reisha wo dou ni ka shita hou... Ru... Ani... Ah, nanka na ba... Ftari de hantai houkou ni... Dou desu ka? Ja, Reisha wa mou... Breiki wo funda... Ah, isshou ni hashi... Können wir das irgendwie abkürzen? Watashi wa futsuusha... Green sha gawa ni itte... So de... Sakki no... O... De... Baka... De... Is... Is... Mata... Kono... De... Kono noroi ka nani ka o... Wata... Ana... So... Watashi no... Kono reisha wo dou ni ka shimashou... So. Ich will in die Richtung gehen. Ich will wissen, was da hinten lauert. The Final Anomaly ist natürlich wieder irgend so eine tote japanische Frau mit langen schwarzen Haaren, die rumcrutscht. Das ist immer dasselbe, ne? Also, wenn ich jemals sowas in Japan treffen sollte, eine Frau in traditioneller japanischen Klamotten mit langen schwarzen Haaren, die Crutch-Geräusche macht, dann... Ja, dann renne ich. Mit Schiff, so schnell ich kann. Okay, hier ging das los, ne? Diesmal drehe ich mich nicht um. Ich wollte halt wissen, was mich verfolgt. Neugier. An der Decke? Okay, wir fahren wieder. Bäume. Hier kann ich nichts machen. Oh. Ah. Station. Okay. Was mit dem Jungen und der Schwester? What? Der Junge ist draußen? Oni-san, kitan da ne. Matteta ja. Du bist da, ich habe schon auf dich gewartet. Onee-chan. Schwester Herz. Du bist wach. Wie kommt der raus? Sicherheit. Ja. Mir geht es jetzt gut. Willst du mit uns kommen? Nein, danke, dafür ist es zu früh. Hä? Du hast recht. Du solltest noch nicht mitkommen. Ich weiß, was mit uns passiert ist. Mach dir bitte keine Sorgen. Wir kommen schon klar. Schätze, wir gehen jetzt. Vielen Dank für alles. Leb wohl. Aber ich will hier in was? Hey, Moment. Nein.
Ach Kacke, ich will doch auch gehen. Was ist jetzt los? Gott sei Dank, sie sind aufgewacht. Sie sind auf einmal umgekippt. Zum Glück war ein Arzt im Zug. Das ist der Typ, der seinen Koffer nicht erreichen kann. Es scheint, als hätten sie eine leichte, tiefe Venenthrombose erlitten. Ein Komiker, ich bin arm, ja, ich hab's verstanden. Shit. Allgemein auch unter dem Namen Economy Class Syndrom bekannt. Sie hinzulegen und ihre Beine zu heben scheint geholfen zu haben. Sie hatten echt Glück, dieser Mann hat ihnen das Leben gerettet. Wer weiß, wie lange es sonst gedauert hätte, bis Hilfe da gewesen wäre. Der Zug wurde nämlich für eine Weile angehalten. Das liegt wahrscheinlich am Unfall vorhin. Entschuldigen Sie bitte einen geschäftlichen Anruf. Es wurde bestätigt, dass ein Junge, eine junge Frau und ein kleiner Junge am Unfall beteiligt waren. Boah, what? Die sind tot? Das waren die Geister? Das war der Seelenzug und weil ich fast auch tot war, hatte ich so eine Art Nahtoderfahrung und konnte den beiden helfen, aber ich... Deswegen durfte ich... Oh Gott, das ist ja furchtbar, das Ende. Ending 2. Deswegen haben die gesagt, nein, noch nicht. Noch zu früh, du kannst weiterleben, Boy. Aber danke, dass du unsere Seelen aus diesem Geisterhöllenzug befreit hast. Das für ein krasses Ende, die beiden sind also von Zug gefallen. Uff. Okay, das Ende war richtig, richtig hardcore. Ja, ich laufe hier gerade nochmal durch, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch auf die Schnelle eine sehr, sehr markante Anomalie erwischen. Denn es gibt noch einige coole, die wir nicht gesehen haben. Aber dadurch, dass das ja hier alles völlig random ist, kann man auch nicht sagen, wann man die Anomalie triggert oder nicht. Und dementsprechend werden wir das Ganze hier beenden. Vielleicht gibt es irgendwann ein paar Tagen ein Video, wo man sich alle Anomalien angucken kann. Dann könnt ihr sie nochmal selbst genießen. Guck mal, hier sind Gesichter, ne? Oder? Das war doch davor nicht so. Oh, habe ich noch eine gefunden. Das war davor garantiert nicht so. Wir sind auf 5. Besonders hier in dem Bereich gibt es anscheinend sehr, sehr viele abgedrehte Anomalien. Aber wie gesagt, find die alle mal. Trigger die alle mal. Das ist ja so das Problem. Das Finden ist eine Sache. Aber du musst sie auch noch triggern. Ja, ein sehr cooles Spiel. Meiner Meinung nach wohl eines der besten aus diesem Genre. Eure Meinung gerne zum Spiel mal in die Kommentare schreiben. Hier war auch eine Anomalie. Da hätte ich genauer hingucken müssen. Eure Meinung zu dem Spiel gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten Hashtag Zugunglück in die Kommentare. Denn das zweite Ende war wirklich ein sehr, sehr trauriges Ende. Die arme Schwester und ihr Bruder. Es tut mir wirklich leid. Aber es war eine coole Geschichte. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Oder im nächsten Spiel. Nicht die nächste Folge, im nächsten Spiel. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und tschüss.